Starte mal schön. Habe ich bereits. So, Leute, Ach, willkommen. läuft schon? Richtig. So, Leute, Och. willkommen zurück zu Portal 2. Und Hallöle. wir sind im Ladescreen vor dem Betreten des Hubs Dingens. Ja, wir haben jetzt kurz nach Ostern. Die Osternester sind noch gut gefüllt. Mein Hunger ist noch gut da, deswegen ich werde mir jetzt erstmal schön ein Osterei reinpfeifen. Auftreten von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Sicherheitsmerkmale deaktiviert So. und so den Und wir gehen Notausgang los. aktiviert. Alles, was Jo. ihr Ach zu ja, wir tun waren habt, bei ist, die Nummer 5 Menschen zu schon, ne? befreien. Genau, Da da oben. irgendwo. Euch sicher mit einer Party. Ja, da müssen wir. Ach, das war das mit dem Sprungteil. Da. Genau. Ich komme einfach hinterher. Bauen. Bouncy Woods. Was phrasest du jetzt da? Ja, ich sag doch ein Osterei. Ja, kennt ihr. Ja, immer doch. Bewegungsgele Nummer 4. Schwupp. Uah. Hoppala, ups. Och, schon wieder Ladescreen. Natürlich. Und dieses Spiel ist voller Ladescreens. Und auch immer die gleichen Ladescreens. Stimmt, da hätten sie mal ein bisschen Variation reinbringen können. Wenn sie irgendwas Lustiges machen. Ich meine, das Spiel ist ansonsten derbe lustig Oh gestaltet, aber ja. ich meine, da hätten sie was Abwechslungen machen können. Naja. Ach, wir waren gerade bei diesen. Ah, ich erinnere mich, wo wir. Ich nicht. Oh, das ist gut. Das ist immer gut. Dass euch Tests Ach, nicht ich erinnere mich. verdächtig sind, hat euch hoffentlich nicht traurig Noch gemacht. ein Stück lauter, Ist ganz nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Okay. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Lol. Okay, ich denke mal, wir müssen da irgendwo mit diesen beiden Plattformen hochspringen. Die müssen wir mit diesem Gel füllen, bestreichen, denke ich mal. Also mache ich das mal. Ja, jetzt hast du. Einfach angefangen. Oh nein. Ja, und vor allem hast du mein Portal dafür gelöscht. Ja. Und ich mach das die andere Seite. So, zack. Gut. Dann gehe ich mal da hoch. Und kannst du mir ein Portal so machen, dass ich. Genau das meinte ich. Easy going. Hopp. Ja, wir verstehen uns inzwischen so gut. Komm ich höher? Ich sehe das nämlich nicht. Okay, ich Ja. komm höher. Okay, das bockt. Jetzt geh auch mal nach oben. Dadurch. Und spring rein. Hui. Baum, 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 wow, Das sieht wow. lustig aus, echt. Oh, komm, ein noch. Hopp, zack. Und Okay, das war wieder der Einweisungstest. das soll uns zeigen, man kann auch hochspringen mit dem Teil. Also nee, quer springen. Du weißt schon. Da ist eine Lichtbrücke und hier so ein Knopf. Was macht der? Da kommt da hinten Flüssigkeit raus. Okay. So, Hier zack. ist ein Portal. Und da ist ein Portal. Also viel Spaß beim Rüberlaufen. Ich bleib hier. Ich darf da nicht durch. Du kannst gleich schön den Knopf drücken. Ich komme ja auch nicht weiter irgendwie. Hier ist ja dieses Gitter. Ah, ich kann hier ein Portal machen. Das war glaube ich der Sinn der Sache. Wo kann ich denn noch eins machen? Aha. Aha. Drück mal Knopf. Ahö. Ahö. So, und dann nochmal. Jetzt nochmal bitte. Und dann haben wir es. Dann ich probiere einfach mal aus, ob ich da jetzt hochkomme. Entschuldigung, da kommt noch ein bisschen Gel dir entgegen. Das habe ich aus Versehen noch aktiviert. Ja, bin hier also jetzt mal so oben drauf. So, jetzt musst du mir irgendwie Portale machen, dass diese Lichtbrücke hier weiterhin funktioniert. Ja, das kriege ich hin. Nicht, oder? Doch, kriege ich hin. Nein, kriege ich nicht hin. Kann ich nicht. Wofür sind denn. Ah! Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Drück nochmal auf den Knöpfchen. Ich glaube. Okay. So, jetzt kommt nämlich da. Ah.
Aha, ich weiß, was du machen musst. Warte mal. Ich glaube, irgend so war das nicht. Ich glaube, so war das nicht gemeint. Es sieht aber sinnvoll aus. Und dann da, dann drück jetzt nochmal Knopf. Nee, warte mal, so. Und jetzt Knopf drücken. Okay. Ja, guck mal, was passiert. Ah, dann haben wir die Wand hier. Das klatscht dagegen. Ja, jetzt machen wir das nochmal so. Und nochmal Knöpfe drücken. Achso, wahrscheinlich muss ich hier unter. Nee, das geht ja nicht. Ja, dann ist es von der anderen Seite. Dann muss ich hier. Nee, mach mal ein Portal dahin. Ah, genau, du hast es schon gemacht. Hab ich schon verstanden, den Test. Kombinieren, das ist eine meiner Stärken. So. Oh, hey. Und das muss ich da hoch. Ja, einfach einmal richtig schön gegenspringen. Muss ja nicht springen, das geht ja von alleine. Nee. Oi? Du bist nicht ganz hochgekommen auf diese Seite. Schließlich müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das in euren Speichern haben? Naja. Drück nochmal blau. Eigentlich Knopf. Schon. Drück nochmal Knopf. Achso, warte. Jetzt Knopf drücken. Ja, da ist nämlich so oben so ein Stück nicht abgedeckt. Ja, jetzt kannst du wieder Dings machen. Warte, mach noch dein Portal anders. Ja. Knopf. Genau. Zack. So, dann halten wir es. Und jetzt springen wir als erstes gegen die Lichtbrücke. Als erstes gegen die Lichtbrücke? Die sieht so weit weg aus. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht? Okay, dann mach die andere Seite. Ja, genau. Das war nämlich der Punkt, der gefehlt hat bei dir. Oh Mann. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, aha, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Ey, man, macht sie Fußnoten, ne? Ja. Verletzt keine Copyrights. Nee. Das ist, das hat Stil. Und ja, klar. Fußnoten muss sein. Aber so langsam habe ich den Verdacht, dass vielleicht die Menschen, die wir retten müssen, vielleicht so Gefangene oder sowas sind. So Verbrecher. Mhm. Es würde zusammenpassen. Es wäre am Ende böse, sie zu befreien. Die Rettung mir zufallen wird. Glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Aha, oranges Gel. Ui, oranges Gel. Just for fun, einfach mal. Okay, ich hab's ja auch noch nicht benutzt, Mann. Ich weiß, man kann damit wohl irgendwie beschleunigen. Ja, und zwar ziemlich. Lauf mal hoch. Und dann lauf mal über die Rampe rüber. Das ist ja einfach. Kannst du nicht einfach hinterherkommen? Doch. Müsste ich ja nicht, aber ich denk mal da oben, dass dann. Ach so. Hier, das, die Tür müssen da, wir. Da kommt ein Block. Achso, den muss man dann im Laufen auffangen, Sag Bescheid, wenn du loslegen willst. So, kleine Unterbrechung und wir sind wieder da. Ich wollte gerade den Block fangen, ne? Jo. Ja, genau. Ich muss hier auf den Knopf drücken und du musst den Block fangen. Richtig. Deswegen, ich drücke einfach mal, wenn ich Spaß drauf hab. Zum Beispiel jetzt. Los. Der kommt ja viel später. Okay, erst wenn die Klappe anfängt, sich zu bewegen, solltest du sich auch bewegen. Richtig. Denke ich mal. Okay. Richtig so. So, zack. Draufgestellt und weiter. Ui, ach, ist das vielleicht das. Die äußere Kuppel des Aperture Science Gebäude vielleicht so? Keine Ahnung, falls da was im Singleplayer ist, sag's mir nicht. Da ist nichts im Singleplayer und ich habe keine Ahnung, ob das die äußere Hülle ist. Es sieht irgendwie so kuppelförmig aus, das da, deswegen. Oh, ui, Stampfer. Ich jump einfach runter. Hopp. Ich benutze den eleganteren Weg und lass mich mit einem Portal runterbeamen. So, hier haben wir den Cube, den wir da reinpacken müssen. Oh, das sieht irgendwie kompliziert aus. Ich denk mal, da muss schon mal was von der orangen Suppe hin. Ja, das könnte sein. Wo ist denn überhaupt der Cube? Hast du den schon gesehen? Nope. Ah, da kommt er raus. Kommt hier direkt reingefallen.
Man muss beide Knöpfe drücken. Ja, das heißt, da muss schon mal auch was hin, genau. So, zurück auf den Knopf. Richtig, so. Jetzt können wir da unter den Stampfern durchlaufen. Jetzt müsste man nur noch gucken, wie man da am besten... Ich denke mal, das macht einer nach dem anderen. Man kann... Nee, kann man nicht. Ich hab's. So. Und so. Dann bauen wir uns eine Beschleunigungsstrecke da. Und eine Beschleunigungsstrecke da. Das sollte reichen. Wenn ich jetzt hier ein Portal mache vor mir und... Nein, nicht, doch nicht so. Meine Güte. So, hier, wenn wir uns so Portals machen. Geh mal weg. So. Kann ich beim Laufen beschleunigen. Verstehst du? Ja. Ist klar. Jetzt lauf du mal auf diese Weise hier lang. Ich nehme die andere Seite. Weil wir müssen da eh zwei verschiedene Seiten haben. Oder warte mal, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Suppe, falls das nicht alles bündig ist. So, jetzt bleib mal stehen, so und so. Gut, dann kannst du laufen. Und irgendwann gebe ich dir ein... Jetzt muss ich mit dem Timing hinbiegen. Ich gehe mal etwas auf Entfernung, dass ich sehen kann, wo die Stampfer... Tod. Ah, okay. Du musst das schon machen, du musst es genau in dem Moment machen, wo die Stampfer gerade unten sind. Okay, komm durch das rote Portal links von dir. Ja, oder so. Jetzt geht da durch. Jetzt bin ich in die andere Richtung, ne? Ich bin eigentlich durch gewesen. Jetzt geh durch das rote Portal, das ist links von dir. Ja, nochmal, okay. Ja. So. Ja. Endlich geschafft. Gut, jetzt musst du das gleiche für mich machen, auf dieser Seite. Ja, an die Seite komme ich nicht ran. Ich muss auf der anderen Seite machen, auf der ich auch war. Ja? Ja, an die andere Seite komme ich nämlich, da kann ich an die eine nicht ran. Okay. Achso. So, zack. So, ich beschleunige. Das war das falsche Portal. Also. Ja, ich kann das von hier die Farben nicht sehen. Ja, geschafft. Okay. Zack, zack. Und. Och, der bleibt nicht mal liegen, der Knorr. Der Würfel. Das ist auch ein Scheißding, ne? Bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Oh, so lange waren wir doch gar nicht. Motiviert, dann weiß ich auch nicht. Also, ich meine, wir waren nicht schnell, das kann man nicht sagen, aber. Langsam waren wir auch nicht. Nein, mit dem Gel sind wir doch sowieso ziemlich schnell. Wort. Witz. Und so. Witz. Wow. Noch ein Osterei jetzt. Ja, hau rein. Ja, immer. Weiter. Habt ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau, wie man es sich vorstellt. Übelriechend, widerlich. Anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Testsubjekte. Wo ist jetzt. Was bringt der Knopf jetzt hier? Ah, dann fällt da unten ein Cube raus. Ach, da unten. So, da ist ein Turret. Da sind ein paar mehr Turrets. Da fliegt ein Cube durch die Gegend. Durch eine Nanowand. Ja, sehr intelligent. Also ich denke mal... warte mal. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen Gel. Jo. Dann wird schon mal diese Fläche da voll mit Gel. Okay. Wollen wir das dann in der nächsten Folge weitermachen? Okay. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Okay, tschüss Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss Leute.